Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Die Gruppe hat im Wald von Magna ein Mädchen getroffen. Um es zu retten, sind Wasseräterkristalle nötig. Suche bei den großen Magna-Fällen. Ja, wir sind aktuell nur mit Shulk unterwegs. Ich hoffe mal, wir überleben das Ganze hier. Nein! Ach, direkt von so einem Lycos hier angegriffen werden. Das ist super. Ja, alleine ist mega nervig. Ich hab meine Teamkollegen gar nicht dabei. Vor allen Dingen von der Seite angreifen und so ist nicht. Ah, ich kann mich ja zwischendurch immer ein bisschen heilen und so. Aber die Kämpfe dauern auf jeden Fall ein bisschen länger. Logischerweise, wenn ich nur den Schaden von Shulk habe. Ja, klar. Selbstverständlich. Hier ist das dann ein bisschen zeitaufwendiger. Und das war's. Ich hoffe mal, die Raupe sieht mich jetzt nicht. Diese Magna die Raupe. Ich kann mir die Gegnernamen aber nicht so richtig merken. Ha. Aber wo ist der Wasserfall? Da vorne ist der Wegpunkt. Da hätte ich mich übrigens auch einfach hin teleportieren können. Ah, wobei. Moment. Im Allgemeinen könnten wir eigentlich mal nach dem Teleportpunkt schauen. Oh, ja, toll. Es macht viel mehr Sinn, mich hier vorne hin zu teleportieren. Wieso laufe ich denn da hin? Ich bin doch ein Frosch. Ich bin auch ein Frosch. Das ist doch Kappes. Hallöchen, ihr Kleinen. Ah. Ach, hier kann man runterlaufen. Ja, toll. Das hätte mir auch mal jemand sagen können. Ah, da unten ist so ein kleines Strandgebiet. Und ich glaube, ganz viele Eulen. Und wenn ich eine Sache kaputt machen möchte, dann sind es diese Eulen. Damit ich endlich die Subquest vom letzten Mal erledigen kann. Nee, da vorne liegen auch noch Gegenstände. Krieg ich die wohl? Oder sieht mich die Raupe? Wahrscheinlich sieht mich die Raupe. Oh nein! Wieso? Ach wann! Nur weil ich gierig bin. Ich wollte da hinten zum Loot. Nur weil ich gierig bin. Was? Wieso kann ich die angreifen? Was? Hey, ich konnte mich nicht bewegen. Blöde Fähigkeit. Habe ich jetzt die Dschungeleule aus Versehen angegriffen? Oh, oh. Wie schon gesagt, also ohne meine Teamkollegen ist das hier schon ein bisschen tricky, das Ganze. Ich weiß gar nicht, was die sich immer umdreht, die Raupe. Die wackelt immer mit ihrem Popo. Neues Talent gelernt. What? Jetzt müssen wir ja wirklich sehr, sehr vorsichtig sein gerade. Lalala. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Irgendeiner hat mich gesehen. Na, ist wurscht. Ja, wie schon gesagt, dann machen wir die mal eben mit kaputt. Und dann haben wir wenigstens die eine Quest da abgeschlossen. Ist okay. Ja, dauert ein bisschen. Ach, als ob. Jetzt habe ich hier schön noch eine andere Eule angelockt, oder was? Kann doch gar nicht wahr sein. Ach, Shulk, es tut mir so leid, Shulk, wirklich. Aber ich bin einfach gierig. Ich möchte einfach hier die Quest noch erledigen. Oh, wie Elmer schreit zwischendurch auch. Und Mission erfüllt, wir haben es geschafft. Du hast die Bitte der Nopon AG erfüllt. Ja, dann sollten wir jetzt mal abhauen. Nein, ich schlafe. Hohoho. Ja, weg hier. Geronimo! Und ich lebe noch. Ich bin gerade etwas überrascht, dass ich noch lebe. Das war jetzt schon sehr riskant, hier runterzuspringen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Wenn ich jetzt daneben gelandet wäre, dann hätte ich echte Probleme gehabt. Na gut, wo schon mal hier? Mission erfüllt! Du hast die Wasseräterkristalle gefunden. Nun kann dem Mädchen geholfen werden.
Huh? Who are you? Hello there. Hello. How unusual. It is quite rare to see a Homs in this region. I suppose you're wondering why I am here in that case. Then permit me to introduce myself. My name is Alvis. Alvis? My name's... It's Shulk. Isn't it? How did you know that? Wielder of the Monado, defender of Colony 9, the hero that has every Mekon running. You're famous amongst all Homs. I know you from somewhere. They're here. Huh? The Monado emits a particular ether wavelength in its ground state. It must have drawn them. Huh? What are they? Alvis, get out of the way! I'll deal with this myself. From the left. Then I'll go. I saw its movement before it struck. How can it... It is a telepia. Telepia? They can read your mind. Whether you have a vision or not, if they know your next move, it's all in vain. You know about my visions? How could you possibly... There is only one way. Stop it in its tracks, then dull its perception. No, Alvis! Stop! You don't know how to... Huh? A new symbol! Ha! Whoa! Whoa! Amazing. I suggest you stop staring. The sword is yours to wield. What was that light? The Monado does not control itself. You control it. I control it. By the light of the Monado. I will stop them. Wir haben eine neue Monado-Fähigkeit und Alvis kennengelernt. Neue Technik erlernt für Shulk, der Löscher. Der Monado-Löscher als Waffe gegen Telepia. Der Monado-Löscher eliminiert die Aura eines Gegners und versiegelt sie vorübergehend durch ein Aura-Siegel. Telepia verfügen über die starke Aura-Seelenlesung. Verwende den Monado-Löscher, um sie zu beseitigen, bevor du angreifst. Monado-Techniken setzen eine volle Spezialanzeige voraus. Fülle die Spezialanzeige durch Autoangriffe. Ja dann, der Löscher! Schöne ist, dass Alvis uns ein bisschen hilft. Über Alvis. Ach, man macht aber auch so Schaden. Das geht doch. Also jetzt nicht so, dass die unbesiegbar sind oder so.
Er hat jetzt gerade Seelenlesung eingesetzt. Ach, und jetzt kann ich ihn. Jetzt kann ich ihn wahrscheinlich nicht mehr angreifen. Ja. Ah, jetzt schlägt man die ganze Zeit nur noch vorbei. Sehr gut zu wissen. Aber den anderen können wir noch besiegen. Na, hat er auch Seelenlesung eingesetzt. Kann es sein? Unglaublich. Na komm schon. Chain Attack. Probieren wir einfach mal ein bisschen was. Aber das dürfte eigentlich alles nicht treffen. Tatsächlich. Also immer vorbei die ganze Zeit. Kettenschaden 0. Ja, wir müssen ein bisschen warten, bis unsere Spezialanzeige voll ist. Ja, Autoangriffe, ne? Lalala. Ha. Jetzt ist das Monado ready. Na dann, Löschung. Sehr schön, wieder ein Telethia besiegt. Jetzt heißt es wieder ein bisschen warten. Und es ist aufgeladen. Na dann, nochmal der Löscher. Und jetzt mache ich euch fertig. Beziehungsweise dich, du kleiner, mieser, puera Telethia. Das war's, glaube ich, schon, Leute. Es geschafft. Well, you see now, Shulk? Hmm. Thank you. Hey, wait a second. More importantly, where on Bionis did you learn to use the Monado? They were not the primary Telethia. Merely at spawn. The primary Telethia dwells elsewhere in Machna Forest. Is it wounded? I see. The Telethia is hurt and lies in rest, wounded by a girl. A girl? The Monado is a divine sword capable of disturbing the very fabric of existence, of both the material and the immaterial. Alvis, how do you know so much about the Monado? Who are you? Shulk! Shulk! Huh? That's Rhine. I'm over here! Shulk, we looked all over for you. Thought you'd been eaten by the forest. Sorry, Rhine. I got attacked by Telethia. If it hadn't been for Alvis, I wouldn't have survived. Alvis? Who's that? I'll introduce you. He's the one that... Alvis? But he was... There's no one here. I'm telling you, he was right here. He even taught me how to unlock a new power from the Monado. Just you and me, Shulk. Ain't no one else around. You probably passed out from dehydration and dreamt this guy up. Come on. Wait till the others hear this. He was here, Rhine. I didn't dream it. I'm not lying. Okay, okay. I believe you. And while you were having fun with your imaginary friend, did you find any ether crystals? Yes. Good quality ones, too. Perfect. Come on. We should hurry them back to Sharla. Hang around here long enough and we'll get whacked by an imaginary beast. I'm not lying. Alvis, who are you? An enemy that renders your visions useless. This forest holds many surprises. Not least creatures we've never seen before. And now we know there is another who can use the Monado. Yeah.
I can't wait to meet him. So you weren't just having a sneaky nap then? No. I'm just saying. You and Dunban are the only ones I know that can wield the Monado. How would this guy know how? Okay, locked and loaded. Everyone, stand back. Wow. Unbelievable. Yeah, she's coming round. All thanks to our medic. Are you okay? Where am I? Everything's fine. You're gonna be... Get your hands off me! Ah! Hey, watch it! Forgive me. I did not mean to... Sorry if we surprised you. Are you the ones who helped me? Well, something like that. Excuse me. My name is Melia. Forgive my indiscretion. I have not had the pleasure of coming into contact with the male Homs. Coming into contact? Hey, Shulk! You're creeping this lady out. Shut up, Ryan. This large one is far worse. Me? Melia, is it? How did you get here, then? What, is there no one with you? I must apologize, but my situation does not concern you. And I shall not be divulging anything to common passers-by. Duly noted, your ladyship. But if I were to be so bold, I'm guessing that you didn't come here alone, and you weren't just taking an afternoon nap. And what, may I ask, are you doing here? It is rare to see Homs venture this deep into Machna Forest. We're traveling to the head of the Bionis. We've got a long journey ahead of us. The head of the Bionis? We were just figuring out how to get there when we found you. I see. Then permit me to return the favor by aiding you in your quest. Really? There is only one path to the head of the Bionis. It is the path that leads to Aerith Sea. So, this Aerith Sea is at the head of the Bionis? If you would be kind enough to escort me out of the forest, I will show you the way. You do that? Thank you, Melia. I'm Shulk. Pleased to meet you. Shulk? Ah, yes. Likewise. She's a bit high and mighty. But she's a Homs too, right? Why is she here alone? Ain't got a clue. Ask her yourself. I'm not good with her posh accent. We shall travel to the Nopon village. Nopon village? That's where we've been heading. We reckon it's our best chance of making it to the top. Since inhabiting the region, the Nopon have been a great help. You can travel to Aerith Sea from their village. It's settled. We'll make our way to the Nopon village. Very well. The Nopon inhabit a giant tree. If we follow this trail, we will be safe. Sehr schön, noch jemand Neues kennengelernt. Gleich zwei wichtige Charaktere, und zwar einmal der Elvis und die Melia. Oh, was haben wir denn da? Gegner mit Stacheln. Vorsicht vor Stacheln. Ab dem Magna-Wald treten Gegner auf, die Stacheln zu ihrer Verteidigung einsetzen. Stacheln fügen Angreifern automatischen Schaden und Schwächungen zu. Durch Stacheln verursachter Schaden lässt sich weder durch physische Abwehr noch durch Ätherabwehr verringern. Die drei Arten von Stacheln. Konterstacheln. Kontern jeden Angriff mit Schaden und oder Schwächungen, Abwehrstacheln. Umgeworfene Gegner werden sich mit Schaden und oder Schwächungen gegen Angreifer und Distanzstacheln, fügen zu nahe kommenden Personen Schaden zu. Umgang mit Stacheln. Konterstacheln werden außer Gefecht gesetzt, wenn es dir gelingt, den Gegner umzuwerfen. Ansonsten Monado-Löscher können wir benutzen. Versiegelt feindliche Stacheln für eine gewisse Zeit. Oder das Stachelschutzjuwel reduziert durch Schaden
durch Stacheln verursachten Schaden. Sehr, sehr gut. Da sollten wir auf jeden Fall jetzt drauf achten. Also diese Stacheln, die sind mir aber auch schon mal aufgefallen. Ich hatte die auch schon mal gesehen. Bei irgendeinem Gegner. Weiß gar nicht mehr bei wem. Bei so einer Raupe oder so. Auf jeden Fall, als ich mit Shulk alleine unterwegs war, da hatte ich irgendeinen Gegner, der hatte auch Stacheln. Jetzt haben wir wenigstens eine vernünftige Erklärung zu der ganzen Geschichte. Sehr schön. Ja, im Endeffekt würde ich sagen, das Sinnvollste ist eigentlich, sich so ein Juwel zu craften, damit man eben nicht mehr so viel Schaden bekommt von den Stacheln. Würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. Finde das übrigens total süß, dass die Nopon in dem Baum leben. Ah, apropos, wo wir gerade bei Juwelen sind. Moment. Ich habe das letzte Mal gesagt, wir gehen heute Juwelen craften. Und das machen wir jetzt auch einfach mal. Also, wir reisen jetzt mal zum Juwelenonkel. Das wollte ich ursprünglich eigentlich am Anfang des Parts machen. Jetzt machen wir es halt am Ende des Parts. Bietet sich jetzt auch eigentlich ein bisschen mehr an, weil wir jetzt halt wissen, dass es diese Stacheljuwelen gibt. Von daher... Oh, der Juwelenonkel hat eine Quest für uns. Gibt's doch gar nicht. Ich will die Questbeschreibung lesen. Der Juwelenonkel braucht einen Nanoreaktor, um einen mobilen Ätherofen zu bauen. Hilft beim Aufbau von Kolonie 6, um einen Nanoreaktor zu erhalten. Oh, das sollten wir auf jeden Fall machen. Dann können wir unterwegs craften wahrscheinlich. Das sollten wir wirklich machen. Also wir sollten einmal bei Kolonie 6 vorbeischauen. Vielleicht bevor wir weitergehen. Und wir sollten da mal eben die Quest annehmen. Wie komme ich da denn hoch? Was? Wie komme ich denn da nach oben? Ist hier sonst noch irgendwo... Ach, hier sind noch mehrere Quests sogar. Die müssen wir auch noch alle annehmen. Na gut, dann kümmern wir uns erstmal jetzt doch wirklich um die Juwelen. Ha, was bauen wir uns denn? Aber wir haben jetzt Dreier-Juwelen auf jeden Fall. Damit kann ich mir so Äther-Kristalle zum Beispiel craften. Nicht Kristalle, sondern Juwelen. Frostschutz und Sofort-Todresistenz. Macht eigentlich Sinn, ne? Wir hier irgendwas über 100? Nee, schaffen wir gar nicht. Ah, wir kommen gar nicht über die 100 drüber. Das ist ja blöd. Na gut, muss ich erstmal Stufe 2 Sachen nochmal craften. Haben wir denn hier irgendwas mit Stachelresistenz? Giftschutz, Kampfeswut, Doppelschlag, Erstschlag, Ohnmacht, Fessel, Fallschutz, Tempo. Ist auch gar nicht. Erdmantel. Wir haben alles Mögliche dabei. Nur keinen Stachelschutz. Umwerfenresistenz und so. Aber ich meine, ihr seht es ja auch. Also ist nichts mit Stacheln dabei. Schade. Das wäre jetzt echt sehr, sehr praktisch gewesen. Weil wir jetzt halt in dem Magna-Wald, denke ich mal, des Öfteren auch auf diese Gegner treffen werden. Na wurscht. Craften wir einfach mal zweier Sachen. Fesselresistenz finde ich gut. Tempo hoch finde ich auch gut. Maximal Angriff. Minimal Angriff. Ja, ich sollte die vielleicht nicht so mischen. Ah, Moment. Wie wäre es denn, wenn wir die mal nach Werten sortieren? So. Stärke. Würde ich sagen, craften wir einfach mal. I'm all over there. There we go. Alrighty. Thanks a lot. Und? Stärke-Juwel? Sehr schön. Und zwei Zylinder haben wir auch noch bekommen. Tja, was haben wir denn sonst noch so Schönes hier? Ohnmacht extra. Ah, komme ich denn irgendwie an dieses Ohnmacht-Juwel? Habe ich leider nicht genug von. Plus 11%, plus 14%. Damit bin ich aber schon bei Stärke über 100. Ha, das ist nicht so leicht. Ja, wenn ich über 100 bin, dann bin ich ja gezwungen, das zu craften. Ich glaube, Ohnmacht extra bekommen wir auch nicht hin. Ne, das steigert alles. Ah, es steigert sich alles nicht mehr. Ah, da hätten wir drei Juwelen auf einmal. Schwächung, Maxangriff und Minangriff hoch.
Machen wir einfach mal. Gemeinsam mit Dunben natürlich. Einer ist über 200. Max-Angriff hoch. Nice. Das heißt, der ist auf Stufe 3. Das ist ja schon mal sehr, sehr cool. Und wir kriegen noch einen Zylinder. Ah, wundervoll. Ganz, ganz viele Juwelen für uns. Ich werde aber mit den Juwelen offscreen weitermachen. Das werde ich ohne euch erledigen. Und ich werde die ganzen Subquests hier offscreen auch mal annehmen. Was wir aber noch gemeinsam machen könnten, ist, wir könnten uns mal eben diese Fähigkeitenbücher hier kaufen. Damit sollten wir jetzt unsere Technik ein bisschen weiter steigern können. Ja, und zwar den Rückschlag und leichte Heilung von Shulk und von Rein den Zorn können wir steigern. Ah, sehr schön. Rückschlag, den benutzen wir auch wirklich häufig. Wie sieht es hier mit Zorn aus? Ach, den haben wir noch gar nicht so hoch gelevelt, den Zorn. Na gut, da hat es jetzt nicht so viel gebracht. Ja gut, wie schon gesagt, also ich werde jetzt noch fleißig weiter Juwelen craften offscreen und ich werde die ganzen Subquests hier annehmen. Und ja, an dieser Stelle beende ich dann den Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht hier bei Let's Play Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Euer Huxel. Ciao.